Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen aus Graz. Ich bin der Achim und das hier ist die Geek Talk Daily-Folge für Montag, den 5. Dezember. Ja, das Wochenende liegt jetzt hinter uns. Das heißt, es sind ein paar Themen aufgelaufen und heute geht es um Lenovo Moto und die Smartwatches, aber auch um das Moto X. Zusätzlich um Apple und das Apple Auto oder Apple Car, wie auch immer. Dann bleiben wir gleich im Thema. Es geht auch um Porsche und einen Tesla-Killer. Amazon schaltet die 2-Faktor-Authentifizierung für Deutschland frei. Und am Ende gibt es noch einen Tipp für iOS. Runtastic Sit-Ups sind nämlich derzeit kostenlos in der Pro-Version. Aber fangen wir einfach mal an. Fange ich mit Lenovo an. Lenovo, mein Gott, ey. Das Wort, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass die Motorola gekauft haben. So, die haben nun bekannt gegeben, dass sie sich offiziell von den Smartwatches verabschieden. Ist ja durchaus mein Thema. Ich sage ja immer, Smartwatches will der Markt eigentlich auch nicht. Ja, und Lenovo sieht das zumindest ähnlich. Die haben jetzt gesagt, ja, es wird erstmal nichts Neues geben. Also mit der Moto 360, ist dann irgendwo Schicht. Da wird nichts mehr kommen. Andere Firmen machen das anders. LG gibt da ein bisschen Gas. Pebble wurde ja jetzt von Fitbit gekauft. Ist auf jeden Fall viel Aktion gerade da im Markt. Bleiben wir beim Thema Motorola. Oder eben nicht Motorola, ist ja Lenovo. Das Moto X. Das kennen vielleicht noch ein paar Leute. Das wurde abgelöst vom Moto Z, aber anscheinend kommt 2017 noch ein neues Moto X auf den Markt und das wird sogar ein Metallgehäuse haben. Auf jeden Fall sind da ein paar Bilder aufgetaucht, die zeigen das Gerät und wird spannend zu sehen, ob es auch wirklich so auf den Markt kommt und ob es am Ende wirklich einen Unterschied macht oder ob sich der Smartphone-Markt jetzt nicht echt langsam zwischen Apple, Samsung und ferner Liefen aufteilt. Ich bin gespannt. Apple und das Auto. Das Apple Car, das taucht ja auch schon seit Jahren irgendwo auf. Ähnlich wie früher immer. Uch. Versprochen, ey. Ist zu früh am Morgen. Ja, wie früher das Apple TV. Also nicht das TV, die kleine Box, sondern das der richtige Fernseher von Apple. Der wurde ja auch immer hier so als Gerüchte durch die Netzwelt getrieben. Ja, das Apple Car, das hat jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Bestätigung bekommen von Apple. Das hat nämlich das Wall Street Journal und dann TechCrunch berichtet, dass Apple nämlich ein Police Recommendation Letter an die National Highway Traffic Safety Administration geschickt hat. Für mich, ich würde mal sagen, das ist jetzt einfach so der Punkt hier. Also wurde hier so ein Infomaterial an die Straßenaufsicht da in Kalifornien geschickt. Und da drin steht halt letztendlich, dass Apple hier Machine Learning einsetzt, ganz viel experimentiert und macht und dass das dieses auch irgendwann jetzt das Thema Transportation beeinflussen wird. Und die Indikatoren stehen gut dafür, dass das so die ersten Weichenstellungen sind, damit Apple dann eventuell wirklich mit einem Auto mal um die Ecke kommt. Und ich bin da gespannt, was da noch so passiert. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Von daher schauen wir mal. Von heute auf morgen ist aber passiert. Passiert, ey. Mein Gott, ich hab's heute mit den Worten. Sorry, Jungs und Mädels draußen an den Empfangsgeräten. Porsche. Ja, Porsche hat laut Chip den Tesla-Killer präsentiert. Die Killer, genau wie die iPhone-Killers, das ist eh witzlos. Jedenfalls, was bedeutet das? Porsche hat jetzt auch endlich sein Elektroauto mehr oder weniger bekannt gemacht. Das ist der Mission E. Der soll 2019 auf den Markt kommen. Und wurde bereits im September 2015 vorgestellt. Damals haben sie halt von 500 Kilometer Reichweite geredet und innovativen Technologien, wie zum Beispiel eine Induktivladung. Also im Regelfall würde man dann in seine Garage reinfahren, hätte man da die Ausstattung, dann wird das Auto automatisch geladen, also kein Stecker rein und raus.
und nach 15 Minuten sollen 80% am Start sein und dann kann der 600 PS Bolide losfahren. Ja. VW hofft, also VW ist ja der Besitzer von Porsche mittlerweile, die hofft auf eine große Nachfrage und ja, will 20.000 Modelle in Stuttgart Zuffenhausen produzieren. Und ja, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich ein Tesla-Killer ist, hin oder her. Ich meine, ist halt Luxussegment und ich möchte gar nicht wissen, was das Teil kostet. Amazon, kommen wir zu Amazon. Ja, ja, Amazon, Zweitfaktor-Authentifizierung, Sicherheit ist das Thema hier. Das gibt es ja mittlerweile bei allen möglichen Diensten, Social Media gerade natürlich sehr verstärkt, aber jetzt hat Amazon das auch eingeführt. Also es gab es da schon, nicht offiziell in Deutschland. Man konnte das über so einen Workaround, glaube ich, aktivieren. Aber der Kashi, der hat jetzt berichtet, dass sich das nun wirklich in Deutschland auch auf leisen Sohlen ja, jetzt offiziell etabliert hat. Und ist ein Link in den Shownotes. Guckt euch das mal an, weil generell Sicherheit ist natürlich immer ein Thema. Und Amazon, also ich bin der große Amazon-Kunde, freue mich immer, wenn ich bei denen bestellen kann, weil Customer Service ruled, sage ich dann. Ja, da kann man jetzt sicherstellen, dass nicht ein Fremder auf seine eigenen, ja, also nicht auf seine eigenen, sondern auf den anderen seinen, also in meinem Fall dann auf meine Konten bestellt. Werde ich jetzt sofort direkt mal umsetzen und dann fühle ich mich da zumindest ein bisschen sicherer. Und am Ende noch ein Goodie, auch vom Cashi aus dem Stadt Bremerhaven Blog. Runtastic kennt halt wahrscheinlich jeder. Die haben ja diverse Apps, unter anderem auch die Runtastic Sit-Ups, also für so Sit-Ups für Bauchtraining und so. Ja, da gibt es die Pro-Version und die ist derzeit zumindest für iOS umsonst. Für Android kostet sie immer noch, glaube ich, 1,99 oder so. Es geht auch, aber wenn man es umsonst kriegt, mein Gott, kann man halt mal ja, testen. Ja, ich habe die, glaube ich, sogar, die gab es, glaube ich, schon mal umsonst oder ich habe sie gekauft. Auf jeden Fall habe ich sie. Leider trainiere ich damit nicht. Goodie. Das war's so eigentlich hier für den frühen Morgen mit meiner Übersicht an News und ja, noch den kleinen App-Tipp am Ende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter hier treu bleibt. Ihr müsst jetzt die ganze Woche mit mir auskommen. Das heißt, jeden Morgen diese Woche bin ich am Start. Danach kommt der Jan und dann habt ihr wieder den Martin. Wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders machen. Von daher gebt uns ruhig Feedback, gebt uns Kommentare unter die Folge oder geht in Social Media, da sind wir natürlich auch präsent. Ihr könnt auch direkt den GeekTalk-Account, also den Mutter-Account anschreiben. Wir kriegen das alles mit und wir machen es ja für euch. Von daher gebt uns Feedback, wir freuen uns und ich sage dann mal bis morgen. Der GeekTalk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.